Jo Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. Gestern Abend wurden einige interessante Ingame-Bilder gezeigt. Wir haben alle Starterentwicklungen gesehen, Lechonk-Weiterentwicklung, Sea-Titan-Vorentwicklung, neues Käfer-Pokémon und wahrscheinlich noch andere Sachen, die mir gerade nicht einfallen. Heute Morgen haben wir aber gedatamindete Informationen gesehen. Also, wir wissen alle Stats, alle Typen von den Starter-Pokémon, von den Paradox-Pokémon und auch von den Legendären. Und natürlich auch alle Fähigkeiten und versteckte Fähigkeiten. Diese werde ich euch nun jetzt zeigen. Und zwar sind wir nun hier. Wundert euch aber nicht, ich werde euch keine Ingame-Bilder mehr zeigen, da Nintendo Ninjas gerade sehr aktiv sind und alles downnehmen, was irgendwie mit Leaks zu tun hat. Deswegen seht's mir bitte nach, wenn ich mit meinem Kanal ein wenig safe gehen möchte, denn ich möchte diesen nicht verlieren. Aber diese Anzeige werde ich euch wohl zeigen können. Falls ihr aber Ingame-Bilder sehen wollt, joint gerne meinem Discord-Server. Dort gibt es einen Spoiler-Kanal und dort sind auch alle Ingame-Bilder drin. Also gerne vorbeischauen, falls ihr das sehen wollt. Hier haben wir erstmal die Seite mit den Starter-Pokémon und fangen wir dort erstmal bei der Felori-Reihe an. Und ich muss ehrlicherweise gestehen, als ich zum ersten Mal die Ingame-Designs von Floragatu und Muscarada gesehen habe, dachte ich wirklich, Floragatu wäre irgendwie irgendwas mit Sneebel und Muscarada wäre Sneeboss. Also beim ersten Blick ist so, hä? Warum sieht es so aus wie Sneeble und Sneeboss? Aber sind trotzdem, wie ich finde, ganz coole Designs. Floragatu, muss ich ehrlicherweise gestehen, gefällt mir auch ganz gut, obwohl es ein Zweibeiner ist. Aber ja, ist ganz nice auf jeden Fall. Kann man mitarbeiten. Also deutlich besser als Crocolor, was ich ja gar nicht gefeiert habe. Aber fangen wir mal an. Und wie die Leaks es schon gesagt haben, wird die Endstufe vom Typ Pflanze Unlicht sein. Und es bekommt tatsächlich als versteckte Fähigkeit Wandlungskunst. Also es bekommt die Quajutsu-Fähigkeit. Und kann, je nachdem, welche Attacke es einsetzt, seinen Typen ändern. Dort frage ich mich jetzt aber, wie das bei Terra-Kristallisierung aussehen wird. Denn wenn es jetzt zum Beispiel vom Terra-Typen Wasser ist und Terra-Blast einsetzt, dann ist die Attacke ja vom Typ Wasser. Aber es müsste ja theoretisch Wandlungskunst eingesetzt werden. Und dann dürfte es eigentlich darauf auch einen doppelten Step-Bonus haben, weil dann der ursprüngliche Typ ebenfalls Wasser ist, oder nicht? Also, ja, da bin ich mal auf die Umsetzung gespannt. Und wir sehen hier die Stats. Also Muscarada wird ein physischer, schneller Attacker sein. 110 im physischen Angriff, 123 im Speed. Dafür sind halt die anderen Werte nicht so dolle. Verteidigungswerte, Spezialangriff, KP. Aber die braucht es ja in dem Fall dann auch gar nicht. Kommen wir nun zu der Fuecoco-Reihe. Und Crocolor kennen wir ja schon, das hat mir nicht so gut gefallen. Was mir dahingegen aber sehr gut gefallen hat, ist Skeledirge. Und da müsst ihr euch auch mal das Ingame-Design ansehen, richtig wild. Und die Leaks haben hier ebenfalls gestimmt vom Typ Feuer und Geist. Es wird die versteckte Fähigkeit Unkenntnis haben. Das bedeutet, dass es die Statuswerte von gegnerischen Pokémon ignoriert. Wenn jetzt ein gegnerisches Pokémon zum Beispiel sein Verteidigungsstat maximiert hat und Skeledirge ihn angreift, dann werden diese Verteidigungswerte ignoriert. Also es wird immer noch denselben Schaden machen, wie wenn das gegnerische Pokémon seine Verteidigungsstats nicht erhöht hätte. Aber wir sehen, es wird hier eher der Tank werden. 104 in der KP, Defense 100, Special Defense 110 und der Rest ist halt nicht so berauschend. Aber ja, wenn es so in Richtung Tank geht, dann braucht es es eigentlich auch gar nicht. Vielleicht bekommt es auch noch irgendeinen Healing Move wie Genesung oder sowas. Dann wäre das natürlich top, aber müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Kommen wir als nächstes zu der Quaxly-Reihe und hier haben wir Quaxwill, den Namen feiere ich übrigens, und Quaquivel. Und wir sehen hier auch, es wird die Fähigkeit Hochmut haben. Bedeutet, wenn es ein generisches Pokémon besiegt, dann bekommt es plus 1 im Angriffswert. Hier haben die Leaks ebenfalls gestimmt vom Typ Wasser und Kampf. Und wir sehen, es wird hier auch ein physischer Attacker sein. Aber das ist auch der einzige Base-Stat bei ihm, der wirklich gut ist. 85 in der Initiative und die Verteidigungsstats sind halt auch nicht so wild. Bisschen schwierig, es hat halt dafür 10 Punkte mehr im Angriff als die Endstufe von Felori. Und mit Moxie kann man da sicher auch was machen. Ich denke mal, wenn man ihm einen Wahlschall gibt, dann kann man da halt gut reinknüppeln. Aber ich sag mal so, abgesehen vom Angriffswert sind die Werte eher schwierig. Gehen wir mal weiter auf die Seite der Paradox-Pokémon. Und gehen wir hier gleich mal zu der Vergangenheitsform von Donphan Great Tusk. Und diese haben wir ja gestern schon im Trailer gesehen. Hier vom Typ Boden und Kampf. Und die ganzen Vergangenheitsformen werden hier die Fähigkeit Protosynthesis haben. Und die ganzen Zukunftsformen werden die Fähigkeit Quark Drive haben.
Was diese machen, ist aber noch unbekannt. Wir sehen hier bei Great Tusk, dass es richtig gute KP-Werte haben wird und sehr gute Angriffs- und Verteidigungswerte. Und so sieht mir das Ding auf jeden Fall auch aus. Also mit dem Kampf und mit dem Bodentyp kann man offensiv definitiv was anfangen und mit dem Bodentyp kann man defensiv ganz gut was anfangen. Also das wird sehr wild. Spezialangriff und Special Defense Speed braucht es ja nicht unbedingt. Man kann ihn ja eventuell eine Offensivweste geben, um die Special Defense ein wenig auszugleichen. Das könnte, denke ich mal, auch eine Strategie sein, mit der man sehr gut fahren kann. Und ja, wie ich halt gestern schon erwähnt habe, Great Tusk, also Vergangenheits-Donphan, sieht sehr, sehr geil aus. Und finde ich auch deutlich besser als das Zukunfts-Donphan. Dann kommen wir weiter zu Brute Bonnet. Und das ist die Vergangenheitsform von Hutsasa. Die haben wir auch schon vor 2-3 Monaten geleakt bekommen. Wird hier vom Typ Pflanze Unlicht sein. Und ist tatsächlich ein offensives Pokémon. 111 in den KP zwar, aber 127 im Angriff. Und das von einem Hutsasa. Klar, es ist ja nicht direkt Hutsasa, aber trotzdem 127 ist sehr, sehr wild. Die restlichen Stats sind halt nicht so berauschend, obwohl mit Verteidigung und Spezialverteidigung 99 ist knapp 100, also ist trotzdem noch ganz gut. Also Hutsasa scheint mir echt ein ganz guter Allrounder zu sein. Klar, Initiative ist halt lame, aber gut, braucht es ja in dem Fall auch nicht. Pikachu 1 und Pikachu 2 sind nur Platzhalter, also nicht wundern. Hier wird es sich um ein Vergangenheits-Pokémon handeln, das noch nicht gedatamined wurde. Und bei Pikachu 2 um ein Zukunfts-Pokémon, welches noch nicht gedatamined wurde. Also nicht wundern, dass hier Pikachu steht, es hat nichts zu bedeuten. Kommen wir nun zu Sandy Shocks. Und das ist tatsächlich eine Vergangenheitsform für Magneton. Und es sieht hier so aus, als würde es auf zwei Beinen stehen. Man sieht ja aber trotzdem noch diese drei Magneten hier. Also, ich bin mal gespannt, wie das im Spiel aussieht. Wird. Also, die Beine sind sehr weird irgendwie, ich weiß nicht. Vom Typ Elektroboden, ja, und es wird halt ein Special Attacker sein mit 121 und es hat noch 101 Initiative. Und 101 ist sehr wichtig, denn es gibt viele Pokémon, die nur 100 Initiative haben und damit wird das Vergangenheits-Magneton noch sehr viele Pokémon outspeeden können, also der eine Punkt mehr ist halt schon sehr wichtig in dem Fall. 97, Defense ist halt auch ganz gut, ist knapp an den 100 dran und ansonsten, ja, 85, 81, 85 ist ansonsten auch ganz gut so, aber es geht ja primär eher um diese 121 Special Attack und ja, die Initiative ist auch ganz gut. Kommen wir nun zu Screamtail und das ist Vergangenheits-Pummeluff, was wir auch schon geleakt bekommen haben, vom Typ Fee und Psycho und es wird auch sehr krasse Werte haben, also 115 KP, 111 Speed und 115 Special Defense. Klar, die Attack-Werte sind halt nicht gut, aber das Ding wird halt auch eher so ein Tank sein. Auch 99 Defense darf man nicht unerwähnt lassen, das wird sehr, sehr krass sein. Hier haben wir Fluttermane und das ist Paradox Traunfugil vom Typ Geist und Fee, also dieselbe Typen-Kombi wie Mimikma. Und ja, wir sehen hier schon Special Attack, Special Defense und Speed bei 135. Und ich sag mal so, den Rest braucht es auch nicht. Der Rest ist halt auch nicht gut, also 55 bei Attack, HP und Defense. Das Ding ist ein übertrieben schneller Special Attacker mit sehr guter Special Defense. Und ja, mehr braucht das Ding auf jeden Fall nicht. Kommen wir nun zu Slitherwing. Und das wird vom Typ Käferkampf sein. Und es handelt sich hierbei um eine Vergangenheitsform von Ignivor oder Rammert. Das kann ich jetzt hier auf dem Bild noch nicht genau sagen. Bei den Leaks war man sich letztens auch noch nicht sicher, denn dort stand, dass Rammert eine Vergangenheits- und eine Zukunftsform bekommen wird. Dann stand nach einer Weile auch Ignivor drin. Also das Ding sieht mir auch schon eher wie Ignivor aus, also wird wahrscheinlich eine Paradoxform für Ignivor sein. Und wir sehen hier, das wird einen krassen Attack-Wert von 135 haben. 105 Special Defense ist auch noch ganz gut und die 80er-Werte sind halt auch noch solide, aber nichts Besonderes. Aber ich denke mal, mehr braucht es auch nicht. Ihm kann man wahrscheinlich ebenfalls einen Walschall geben und das Ding wird ordentlich reinknüppeln. Es kommt halt auch immer noch darauf an, was die Fähigkeiten nun machen, also Protosynthesis. Wenn das jetzt sowas ähnliches wie Bestienboost ist, dann wäre das OP des Todes, aber weiß man halt noch nicht. Dann kommen wir weiter zu Roaring Moon und das ist Vergangenheits-Brutalander. Dort gibt es, by the way, auch schon Ingame-Bilder. Vom Typ Drache und Unlicht, also es hat halt einfach die Typen von Trikefalo angenommen. Und ja, 139 Attack, KP mit 105 ist auch nicht schlecht, Defense und Spezialangriffswerte sind nicht gut, Special Defense 101 ist auch noch ganz solide und 119 Speed. Also das Ding wird halt auch noch ordentlich reinknüppeln mit dem Angriffswert und mit der Initiative. Das wird sehr, sehr wild werden. Dann kommen wir weiter zu Iron Treads und das ist Zukunfts-Donphan. Das haben wir gestern auch schon im Trailer gesehen. Gefällt mir vom Design ja nicht so gut, vom Typ Boden
harten Stahl tatsächlich. Es wurde ja lange vermutet, dass das Ding vom Typ Boden-Elektro wird, aber dann doch Stahl. Gut, Eisenrad macht auch mehr Sinn auf jeden Fall. Und 112 Attack, 120 Defense, 106 Speed und 106 Speed ist halt auch noch ganz gut. Ja, KP 90 ist auch noch erwähnenswert, aber Special Attack und Special Defense sind nicht so gut, aber braucht man, denke ich mal, auch nicht unbedingt erwähnen. Braucht es nicht unbedingt, also Initiative ist gut. Attack-Wert ist gut, Defense ist gut. Kann man dem bestimmt auch noch ein Wahlband geben, damit hier Attack noch besser wird oder vielleicht sogar ein Wahlschal, je nachdem. Aber mit dem kann man, denke ich mal, auch viel machen. So, Pikachu 2 können wir ignorieren, ist ja Platzhalter. Und kommen wir nun zu Iron Moth und das ist Zukunftsrammert vom Typ Feuer und Gift. Krass, das heißt Iron Moth, also Eisenmotte und ist trotzdem nicht vom Typ Stahl, sondern Stahltyp ist sogar immun gegen seinen Gifttypen hier. Aber kommen wir nun weiter zu den Stats. Und hier sticht halt auf jeden Fall der Special Attack hervor mit 140, 110 Speed, also wieder ein Kandidat für einen Wahlschall definitiv, 110 Special Defense und ja, die anderen Werte sind halt nicht so erwähnenswert, 80 KP, ja gut, ist halt noch der einzige 80er Wert, aber ansonsten auch nicht so relevant, 70 und 60 sind halt nicht gut, also wird es halt wahrscheinlich nicht einsetzen. Kommen wir nun weiter zu Iron Hands und das ist die Zukunftsform von Hariyama vom Typ Kampf und Elektro und ja, KP 154, Attack 140, Defense 108 und ja, die restlichen Werte sind halt nicht gut. 50 Special Attack, 68 Special Defense und 50 Initiative, aber ich sag mal so, bei den anderen drei Sets braucht es das nicht. Man kann ihm eventuell noch eine Offensivweste geben, um die Special Defense auszugleichen, aber man kann ihm halt auch einfach ein Wahlband geben, damit er komplett reinknüppeln kann. Auch sehr wild auf jeden Fall. Und kommen wir nun zu Iron Juggalus und das ist Zukunftstrikefalo vom Typ Unlicht und Flug. Und hier muss man auch sagen, 122 Special Attack sticht davor, 108 Speed und 94 KP ist halt auch noch erwähnenswert. Aber ja, 86 Defense ist auch noch recht solide, 80 Special Defense, ja, kann man ihm eventuell auch wieder eine Offensivweste geben. Aber ansonsten wird es halt wieder ein schneller Special Attacker werden. Nun kommen wir zu Iron Taunts und das ist Zukunftsdespoter vom Typ Gestein Elektro. 100 KP, 134 Attack-Wert, sehr wild, 110 Defense, Special Attack 70 ist nicht gut, 84 Special Defense, also wieder ein Kandidat für eine Offensivweste und 72 Speed ist halt auch nicht so berauschend. Aber es scheint hier tatsächlich dieses Mecha-Godzilla-Design zu haben und das ist halt schon mal sehr nice. Kommen wir nun weiter zu Iron Bundle und das ist Zukunfts-Botogel vom Typ Eis und Wasser und ja, KP ist schlecht, 80er Attack ist auch nicht das Wahre, aber nun 114 Defense, 124 Special Attack und 136 Speed. Das ist halt auch sehr wild. Ein schneller Special Attacker mit guter Verteidigung. Und ja, eventuell kann man hier wieder Offensivweste spielen, um die schlechte Special Defense auszugleichen. Aber man kann hier auch einfach auf Wahlbrille gehen, um hier noch mehr Schaden anzurichten. Und dann kommen wir nun weiter zu Iron Valiant. Und das ist die Zukunftsform von Galagladi / Gardevoir. Also soll scheinbar so eine Vergangenheitsform sein, wo beide inkludiert sind, also wahrscheinlich geschlechtslos oder geschlechtsunabhängig. Also ich gehe mal eher von geschlechtslos aus, wenn es halt so eine Mischung aus beiden dann ist. Hier vom Typ Fee und Kampf und hier stechen auf jeden Fall auch wieder die Attack-Werte mit 130 hervor. 120 Special Attack, also man sieht hier definitiv, dass hier so eine Mischung aus beiden tatsächlich stattfindet, denn es ist in beiden Angriffswerten sehr gut aufgestellt. 116 Speed, also hier ist das Pokémon sehr variabel, man kann es physisch spielen, man kann es speziell spielen und es wird halt in beiden Stats ordentlich reinknüppeln können, mit der sehr guten Initiative auch noch, sehr gut. Verteidigungswerte 90, ja gut, ist jetzt auch nicht so erwähnenswert, 74 KP und 60 Special Defense. Eventuell kann man ihm auch eine Offensivweste wiedergeben, aber ich würde es hier doch eher bevorzugen, ordentlich Schaden anzurichten. Kommen wir zum Schluss nun zu Koraidon und Miraidon. Hier Koraidon vom Typ Kampf und Drache, wurde auch schon seit Ewigkeiten geleakt und Miraidon vom Typ Elektrodrache wurde ebenfalls schon geleakt. Und hier sind zwar verschiedene Formen aufgelistet, aber alle Formen werden die gleichen Base-Stats haben und auch die gleichen Fähigkeiten. Deswegen wird das hier eher kürzer sein. Also Koraidon wird ordentlich mit 135 Attack reinknüppeln können. 135 Speed, also ein sehr schneller physischer Attacker. 100 ist auch ein guter KP-Wert. 115 Defense auch sehr wild und
100 Special Defense auch sehr nice auf jeden Fall. Also es hat halt in allen Stats, abgesehen vom Spezialangriff, mindestens 100, aber ja, den Spezialangriff braucht es ja nicht. Und wie ich es sehe, ist Miraidon das genaue Gegenteil. Also es hat 85 im physischen Attack und 135 im speziellen Attack. Und die physischen und speziellen Verteidigungswerte wurden halt ebenfalls getauscht. Horaidon hat 115 in Defense, Miraidon 100 in Defense. Horaidon 100 in Special Defense, Miraidon 115 im Special Defense. Also es wurde halt getauscht. Dann wird Horaidon die Fähigkeit Oracalcum Pulse haben, man weiß aber noch nicht, was diese macht. Und Miraidon die Fähigkeit Hadron Engine. Dort weiß man aber ebenfalls noch nicht, was diese machen wird. Und ja, Freunde, das waren die geleakten Datamind-Informationen von den gezeigten Pokémon. Also alle Starter-Pokémon, alle Paradox-Pokémon, abgesehen von den beiden Pikachu-Platzhaltern hier und die legendären Pokémon. Natürlich wurden gestern auch noch Ingame-Bilder von der Weiterentwicklung von Lechonk, Precy Titan und noch weiteres geleakt. Aber wie schon gesagt, werde ich euch die Ingame-Bilder dazu nicht zeigen. Eventuell werde ich dazu sehr gute Fanarts auftreiben können und dann kann ich nochmal ein extra Video machen, wo ich euch diese zeigen werde. Aber ansonsten, Freunde, die Datamine-Leaks haben begonnen. Nun ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Spiele verfügbar sind, so dass, wie schon gesagt, Leute mit einer gejailbreakten Switch oder Yuzu-Emulator die Spiele zocken können. Und ja, ich denke mal, spätestens gegen Wochenende wird das der Fall sein. Und dann werden wir auch nach und nach das komplette Spiel geleakt bekommen. Nicht nur diese Pokémon, sondern auch der gesamte Paldea Pokédex. Aber Freunde, ich würde mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben da. Was haltet ihr denn von den ganzen gezeigten Pokémon? Findet ihr sie schlecht oder findet ihr sie gut? Gerne damit in die Kommis und abonniert doch gerne diesen Kanal, wenn ihr nichts mehr rund um Pokémon verpassen wollt. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde, und ciao!